B2.0. Nebenstehende Skizze zeigt einen kreissektorförmigen Sonnenfächer, der Balkone für Sonne, Wind und neugierigen Blicken schützen soll. Zwei Stäbe zwischen den Punkten D und B sowie zwischen den Punkten E und B teilen den Sonnenfächer in drei konkurrente Teilsektoren. Es gilt, BC sind 110 cm, B mit 201,6 cm ist die Länge des Bogens CA, der Punkt D liegt auf dem Bogen CA und der Punkt E liegt ebenfalls auf dem Bogen CA. Runden Sie im Folgenden auf eine Stelle nach dem Komma. B2.1. Berechnen Sie das Maß Beta des Winkels CBA. Zeichnen Sie den Kreissektor BCA mit dem Mittelpunkt B und dem Radius BC sowie die Strecken DB, EB und AC im Maßstab 1 zu 10. Hier sind wieder sehr viele Informationen gegeben, sodass wir erstmal schauen, was müssen wir überhaupt als erstes machen. Und hier heißt es jetzt, berechnen Sie das Maß des Winkels CBA. Den zeichne ich jetzt hier einfach mal in die Skizze ein. CBA, das ist also dieser Winkel hier. Und wir brauchen jetzt eine Formel, um diesen Winkel berechnen zu können. Wir schauen uns an, dieser Winkel hier liegt ja in diesem Kreissektor BCA. Und was kennen wir über diesen? Nun, die Strecke BC ist 110 cm lang und die Strecke AB ist genau gleich lang, weil diese Strecke ja dem Radius entspricht und das ebenfalls der Radius des Kreissektors ist. Und wir kennen auch als weiteres, nämlich den Kreisbogen B mit 201,6 cm, das ist also dieser Bogen von C nach A. So, jetzt schauen wir uns unsere Formelsammlung, was die uns über Kreissektoren bzw. Kreisbögen verrät. Und da finden wir auf der Seite 34 genügend Informationen. Da heißt es unter anderem beim Kreisbogen, B ist gleich 2 mal Radius mal Pi mal Alpha durch 360 Grad. Den Kreisbogen B kennen wir ja, den Radius kennen wir ebenfalls, das sind nur 10 cm. Und hier heißt der Winkel jetzt Alpha, das ist auch der Öffnungswinkel, ob der jetzt Alpha oder jetzt wie in unserem Fall Beta heißt, ist vollkommen egal. Wir brauchen also diese Formel, um den Öffnungswinkel berechnen zu können. Für Beta gilt also, B waren die 201,6 cm, ist gleich 2 mal der Radius, also 2 mal die 110,0, mal Pi, mal unser gesuchtes Beta, geteilt durch 360 Grad. Diese Gleichung lässt sich jetzt zum Beispiel ganz normal über den Solver des Taschenrechners berechnen oder über die Umformung, indem wir alles, was mit mal verknüpft ist, mit geteilt auf die andere Seite bringen und was hier mit geteilt verknüpft ist, mit mal auf die andere Seite. So folgt dann für Beta 201,6 cm geteilt durch 2 mal 110,0 cm mal Pi. Und jetzt brauchen wir noch hier oben mal die 360 Grad. Das kann man auch ganz normal in den Taschenrechner eingeben. Und dann kommt ein Wert von ungefähr 105,0 Grad heraus. Wichtig, es soll auf eine Stelle nach dem Komma gerundet werden. So, mit diesen Informationen lässt sich der Kreissektor BCA jetzt auch zeichnen. Wir fangen mit der Strecke BC an. Und wichtig ist noch, den Maßstab zu klären. 1 zu 10 heißt, 1 cm in der Zeichnung entspricht 10 cm in der Wirklichkeit. Also kann ich hier entweder einfach das Komma um 1 verschieben oder diesen Wert durch 10 teilen, um die entsprechende Länge rauszubekommen. Also ist in der Zeichnung die Strecke BC 11 cm lang. Aber aufpassen, nur in der Zeichnung.
Ne? So, wir wissen, der Winkel Beta soll 105 Grad groß sein, also zeichnen wir an B jetzt einen 105 Grad Winkel an. Der liegt dann ungefähr hier. Und die Strecke AB war ja ebenfalls 110 cm in der Wirklichkeit, also ebenfalls 11 cm in der Zeichnung. Erhalten wir jetzt den Punkt A. Jetzt gilt es noch, den Kreissektor zu zeichnen. Auf dem PC ist es etwas komplizierter, da ich keinen richtigen Zirkel verwenden kann. Deswegen habe ich den Kreisbogen in dem Fall schon mal vorgezeichnet, damit er nicht ganz so schräg wird. Und hoffentlich passt er auch. Ja. So, einfach ein Kreis um den Punkt B mit Radius 11 cm zeichnen und schon hat man diesen Kreisbogen gegeben. So, jetzt fehlt aber noch was. Einerseits die Länge die Strecke CA soll eingezeichnet werden. Da ist jetzt zwar das Geodreieck zu kurz, aber sollte trotzdem machbar sein. Und jetzt noch ganz wichtig. Man soll die Strecken DB und EB einzeichnen, also hier DB und EB. Dafür muss man natürlich wissen, wie groß sind diese Winkel hier überhaupt, um das einzeichnen zu können. Dafür müssen wir jetzt wieder unsere Informationen durchsuchen. Ist irgendwas über DB bzw. EB bekannt, was uns in diesem Fall schnell weiterhilft? Und da heißt es hier, die Punkte DB sowie E und B teilen den Sonnenfächer in drei kongruente Teilsektoren auf. Das wichtige Stichwort ist hier kongruent, heißt so viel wie deckungsgleich und das heißt nichts anderes wie alle drei Winkel müssen gleich groß sein. Wenn der ganz große Winkel Beta 105 Grad groß ist und ein so ein Teilwinkel ist ein Drittel so groß, ist einer dieser kleinen Winkel hier eben 35 Grad groß. Das lässt sich dann auch in die Zeichnung einzeichnen. Hier mit Hilfe des Geodreiecks einen 35-Grad-Winkel. Dann können wir gleich noch einen 70-Grad-Winkel hinzuzeichnen. Und dann die entsprechenden Strecken auch noch einzeichnen. So, jetzt noch die Punkte benennen. Der obere Punkt heißt D, der zweite E. Und wie wir in der Skizze schon sehen, es gibt noch zwei weitere Punkte, nämlich G und F. Die können wir auch schon mal mit einzeichnen. Jetzt hier den Punkt G und hier den Punkt F. Und wir sind fertig mit unserer Zeichnung.